Das heutige Akademiegespräch führe ich mit Jürgen Wiebeke. Er ist Philosoph, Journalist und Buchautor und moderiert seit vielen Jahren die Sendung Philosophisches Radio im WDR 5, immer am Freitag nach 8 Uhr. Das ist ein ganz besonderes Format, weil Sie dort mit dem Gast eine Stunde live diskutieren zu philosophischen Themen. Aber nicht nur philosophischen Themen, sondern auch gesellschaftspolitischen Themen, so zum Beispiel zur Corona-Krise jetzt jüngst oder zur Entwicklung des Kapitalismus oder aber auch zu Fragen der Entwicklung der Gesellschaft im Ganzen. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Ein Buch heißt Zu Fuß durch ein nervöses Land. Das haben Sie 2015 erlebt. Sie haben eine Wanderung gemacht durch Deutschland und haben eine gewisse Grundnervosität festgestellt. Sie haben mit Künstlerinnen wie Mary Baumeister gesprochen, aber auch die Fleischindustrie in Ostwestfalen besucht und so ganz unterschiedliche Eindrücke komprimiert zu einem Buch. Und Sie haben vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, 10 Regeln für Demokratieretter. Schon der Titel sagt ja, worum es geht. Es geht darum, die Demokratie zu retten. Es geht darum, zu fragen, wie kann unsere Gesellschaft stabilisiert werden. Ich würde ganz gerne einsteigen, unser Gespräch, nämlich nach Ihrer Einschätzung zur aktuellen Lagefrage. Wie sehen Sie unsere Situation in der Corona-Pandemie? Das Schwierigste Ja, zuerst. aber hallo. Deswegen, bevor ich ansetze, würde ich gerne sagen, wir sprechen am 17. November um, eigentlich müsste ich auch noch die Uhrzeit sagen, worauf ich hinaus will. Das, was ich jetzt sage, kann schon sehr bald Makulatur sein. Ja. Und ich fände es schön, wenn wir darüber auch im Laufe unseres Gesprächs nochmal reden könnten. Unsere Orientierung in Situationen von Unwissenheit. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Deswegen bin ich jetzt nicht unterwegs als der Durchblickprofi in Sachen Corona. Ich kann wirklich nur Beobachtungen sagen, Intuitionen mitteilen, ja, aber keine lautstarke Meinung vortragen. Wenn das in Ordnung wäre, als Allemal, Geschäftsgrundlage. allemal. Also tatsächlich, Sie machen ja die Philosophie oder präsentieren Philosophie in Ihrer Sendung ja auch nicht als die Verkündung von Wahrheiten oder von tiefschürfenden Einblicken, sondern als Gespräch. Und das Gespräch ist in der Regel offen Ja. und das können auch Menschen anrufen, deswegen sind es Live-Sendungen oder eine E-Mail schreiben, sodass Ja. man dann interagieren kann. Und in der Tat, wir sind in einer Corona-Epidemie, in einer Situation, die wir vorher nicht vorhersehen konnten. Keiner der Akteure und alle versuchen sich sozusagen auf Sicht hin zu entwickeln und zu orientieren. Ja. Es kann nur vorbehaltliche Antworten geben, das stimmt. Aber einen Punkt haben Sie genannt und den finde ich sehr lohnenswert, darüber nachzudenken. Das ist das Thema Unwissenheit. Ja. Denn das ist gesellschaftlich eine ganz große Herausforderung, mit fehlendem Wissen arbeiten zu müssen. Also das Politiker, die ja üblicherweise gerne sagen, sie haben die Wahrheit oder sie wissen, was der rechte Weg ist, dass sie nun bekennen müssen, unter Unwissenheit arbeiten zu müssen. Wie Ich finde beobachten Sie das das? super. Ich habe mir das eigentlich schon vor Corona gewünscht, weil ich glaube, dass Corona das eigentlich nur zuspitzt, was wir sowieso haben. Eine tiefe Orientierungskrise. Übrigens ist das auch meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum unsere Sendung so erfolgreich ist. Weil wir in ein Vakuum stoßen und weil im Moment die Fragezeichen viel größer sind als die Ausrufungszeichen. So, und jetzt zu Corona. Ich will mich ja nicht drücken. Ich habe das Gefühl, dass wir verdammt aufpassen müssen, am Ende dieser Krise nicht in einer anderen Gesellschaft zu erwachen. Und ich will dafür ein paar Puzzlesteine nennen. Das erste ist, diese Vorhand, würde man jetzt beim Kartenspiel sagen, die starke Vorhand der Exekutive. Was das Parlament bislang geboten hat in Sachen Corona, ist mir viel zu wenig. Und dass nun langsam ein stärkeres Selbstbewusstsein des Parlaments erwacht, das aber gleichzeitig verbunden ist mit parteiförmigen Antworten, ja, das finde ich der Situation absolut unangemessen. Ich will nicht wissen, was die FDP oder die CDU oder die Linke oder wer auch immer zu Corona sagt, sondern ich wünsche mir eigentlich bei diesem Thema, was eine klassische
ethische Dilemmasituation mhm. beschreibt, mhm. eine offene Debatte, so wie wir das bei anderen ethischen Fragen auch hatten, zu Abtreibung, zu Gentechnik, zu Sterbehilfe. Und das hatten wir auch nach so vielen Monaten Corona nicht. Ja. Das finde ich schade und das macht mich latent unzufrieden, dass die Grundlage unseres Zusammenlebens auf Schaltkonferenzen zwischen der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten beruht. Das kann auf die Dauer so demokratisch nicht bleiben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, intuitiv würde ich sagen, es meldet sich eine Bereitschaft, von starker Hand geführt zu werden. Mhm. Es melden sich sogar Stimmen, die es in Ordnung finden, dass man schaut, was der Nachbar macht. Mhm. Konformismus. Ja, Konformismus oder im Zweifelsfall sogar noch mehr. Mhm. Die Bereitschaft, jemanden anzuschwärzen, mhm. wenn das Verhalten nicht den Regeln entspricht. Das sind schon mal zwei Dinge. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir müssen beschreiben, wir handeln in Unwissenheit und wir handeln in einer Dilemmasituation. Mhm. Das heißt, wir wählen zwischen Übeln. Wir wählen nicht zwischen richtig und falsch. Und ich würde mir wünschen, dass bei denjenigen, die mit starken Positionen vortreten, dieses Dilemma-Problem stärker benannt wird. Mhm. Also wenn jetzt diejenigen wie Herr Drosten oder Herr Lauterbach oder wer auch immer da mit Namen zu nennen wäre, wenn die im gleichen Moment wenigstens eine Empathie zeigen mhm. würden, was es heißt, wenn Schulen geschlossen werden, was es heißt, wenn alte Leute in Einsamkeit gestoßen werden, dann wäre die Debatte freier und offener. Und ich habe in den vergangenen Monaten meine Aufgabe unter anderem darin gesehen, auf die Schadensseite zu schauen. Und da finde ich erschreckende Dinge. Ich habe lange gesprochen mit einer Schulleiterin im Rheinisch-Bergischen. Ich habe sie gefragt, was ist in der Grundschule passiert am Tag, nachdem die Kinder zurück waren, aus dem Lockdown, im Frühsommer. Sie hat gesagt, ein Drittel hatte die Worte verloren. Mhm. Die konnten am Montag nicht mehr erklären, was sie am Wochenende gemacht haben, weil das Vokabular geschrumpft ist. Mhm. Ich habe im Altenheim gefragt, wie war die Situation? Und auch dort Situationen, die mit Menschenwürde eigentlich nicht zu vereinbaren sind. Es gibt viele Verlierer dieser Gesellschaft. Ja, wir wissen am Ende nicht, wie die Nummer endet. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns nicht einmal orientieren müssen, sondern immer wieder neu. Mhm. Und das verlangt aber eine gewisse Mündigkeit, ja, dass wir in der Situation schauen, was sind die Fakten. Und alles in allem bin ich da gar nicht so pessimistisch. Also ich finde, wir haben einen sehr mündige, aufgeklärte Gesellschaft, die sich versucht, neuen Tatsachen zu stellen. Und wenn das im politischen Raum ankäme, mhm. diese Grundmündigkeit, dann könnten wir vermeiden, dass Corona ein Spaltpilz wird. Sie haben jetzt zwei zentrale Begriffe angeboten. Das eine ist Unwissenheit, das zunächst mal deutlich macht, dass wir eben niemanden erwarten können, der eine Lösung für ein bestehendes Problem hat. Das andere ist, es sind Dilemmasituationen, ethische Dilemmasituationen. In der Tat gibt es eine Geflogenheit des Parlaments, dass dann der Fraktionszwang aufgehoben wird. Ja. Jedenfalls bei Entscheidungen, wo ethische Dilemmata verhandelt werden. Das meinte ich. Wo es nicht mehr das Wahr und Falsch gibt und dann nicht mehr entscheidend ist, welche Partei welche Position einnimmt. Und da sind wir in der Tat bei weitem nicht. Krisenzeiten sind immer auch Zeiten der Exekutive, das hatten Sie auch gesagt. Also insofern prescht jetzt die Exekutive nach vorn und die Legislative ist weiter zurück. Parlamentarisch oder auch demokratietheoretisch, das ist ein Problem. Also es wird die Frage, wie kommt man wieder in Kontakt mit den Leuten da oben, die einem jetzt vorgeben, was man zu tun hat. Es ist klar, wir werden wahrscheinlich keine ideale Lösung finden. Es ist in gewisser Weise ein Stress einer Gesellschaft. Die Gesellschaft wird einem Stress ausgesetzt und den wird man nicht beseitigen können, in keiner noch so guten
Regierungsformen. Die Frage ist nur, wie war die Gesellschaft vor dieser Stressphase? Und so wie ich Sie beobachtet habe und auch so wie Sie zum Beispiel ja die Regeln für Demokratieretter beschrieben haben, würden Sie ja nicht sagen, vor Corona, also sagen wir anno 2019, war die Welt in Ordnung. Sondern da gab es ja auch schon etliche Probleme. Sie haben mir da einiges genannt, vor allen Dingen auch dies, dass die Gesellschaft auseinanderfällt, dass man mit vielen Menschen gar nicht mehr in Kontakt ist, nicht mehr mit denen ins Gespräch kommt zum Beispiel. Also wenn man für den Moment sich aufrafft und versucht, dieser Krise etwas Positives abzugewinnen, eigentlich hasse ich das, wenn mir jemand sagt, dass eine Krise auch eine Chance ist, aber ich will es doch mal probieren, dann ist für mich der Punkt, dass wir jetzt auf uns zurückgeworfen sind und auf Fragen stoßen, die viel größer sind als Corona selbst. Zum Beispiel. Und das ist die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenleben? Wir kommen aus einem Krisenreigen. Ja? Wir haben mindestens seit 2008 das Gefühl, dass eine Krise die nächste ablöst. Und es gibt eine starke Intuition bei vielen, das zieht sich durch ganz viele Gespräche durch, die ich auch im Privaten führe, dass unsere Art zu leben endlich ist. Wir beide, Pi mal Daumen, ungefähr gleich alt. Ich würde im Nachhinein sagen, mit Blick auf die Jahrzehnte, die wir hinter uns haben, wir hatten das Schwein in einer gewissen historischen Windstille groß zu werden, unseren, möglicherweise, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber in meinem Fall, einen Aufstieg durch Bildung zu realisieren, viele Lebenschancen wahrzunehmen, die Generationen vor uns sich nie hätten vorstellen können. Und jetzt auf einmal stellen wir fest, oh, ausgerechnet dieses Lebensgefühl, das steht in Frage. Und längst vor Corona und definitiv auch nach Corona. Und wie kann eine Gesellschaft sich organisieren, die Zusammenhalt als ein Ziel sieht? Und wie kann ich als Einzelner ein Leben führen, das man ein gutes Leben nennen kann, ohne dass es an bestimmten oberflächlichen Dingen orientiert ist? Das prallt zusammen und meiner Meinung nach bringt Corona das auf den Punkt. Aber das, was hinter Corona liegt, ist viel größer. Zunächst einmal beschreiben Sie die Vorkrisensituation als eine Situation, die durchaus auch durch einen Mangel schon bestimmt ist. Ich würde es mal versuchen, so auf den Punkt zu bringen. Es gibt keine starken Zukunftsbilder. Sie haben unsere Generation angesprochen. Tatsächlich ist es so, dass ich mich noch auch mit einem gewissen Wehmut zurückerinnere an die 80er Jahre, weil da gab es noch auch so etwas wie ein politisches Projekt, das jenseits des Bestehenden lag. Also man hätte sich vorstellen können, dass es doch vielleicht noch einen Weg gibt, jenseits von Sozialismus und Kapitalismus, also diese dritte Wegdebatte und dergleichen mehr. Es gab also so etwas wie eine offene Zukunft. In die hinein sind wir sozialisiert worden und haben dann unseren Weg gemacht. Die Frage ist jetzt, welche Wege, welche Angebote man für Menschen hat, die jetzt 20 oder 30 sind. Also welche Perspektiven sich da auftun. Da sehe ich zunächst mal auch den Klimawandel, der ja keine positive Variante zunächst mal aufstellt, sondern erstmal eine Einschränkung und eine Gefahr bedeutet. Also die Zukunftsbilder sind uns ein Stück weit abhandengekommen und ich sage mal jetzt spontan, Corona bessert das erstmal nicht. Sondern kann höchstens etwas auslösen. So verstehe ich Sie. Oder wie setzen Sie das zusammen? Genau. Corona ist ein großes Fragezeichen, was in unser Leben knallt. Aber das, was Sie angesprochen haben, ist das eigentliche Problem, dem wir uns stellen müssen. Was macht eigentlich eine Gesellschaft, die keine originelle Idee mehr hat von einer guten Zukunft? Das ist das, ich will kurz erklären, Sie haben mir gesagt, dass ich vor ein paar Jahren ein paar Wochen gewandert bin. Ich würde gerne sagen, warum ich das gemacht habe. Ich habe gedacht, man muss auf eine andere Art versuchen, Gesellschaft zu verstehen, als wir das sonst tun, indem wir schlaue Bücher lesen oder mit klugen Menschen reden. Ich habe gedacht, man kann auch von der Straße lernen, man kann in Kontakt gehen zu Menschen, die man sonst nicht trifft, aus ganz anderen Lebenswelten. Ja?
gerade an den Rändern der Gesellschaft. Mhm. Da habe ich mich aufgehalten und bin deswegen einen Monat lang einfach nur gelaufen, um Menschen anzusprechen. Und ich habe dann hinterher gedacht, was sind eigentlich so die Leitmotive, die ich immer wieder in den Gesprächen gehört habe. Und in gewisser Weise habe ich natürlich versucht, indem ich am Wegesrand Menschen angesprochen habe, sowas wie sokratische Gespräche zu führen. Ja, das heißt, ein bisschen versuchen herauszubekommen, wie schaust du auf die Welt? Wie blickst du in die Zukunft? Wie zufrieden bist du mit dem, was du tust? Wie identifiziert bist du mit deiner Arbeit? Und was immer wieder aufgetaucht ist, ist die Frage nach dem leeren Fleck namens Zukunft. Ich habe fast niemanden getroffen, der mir gesagt hätte, ich bin ganz optimistisch, dass wir eine gute Zukunft haben. Die jüngere Generation kann eine Welt mit viel Morgenröte erwarten. Das haben wir alles nicht. Wir haben so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein Babylon-Berlin-Lebensgefühl. Ja? Alles geht den Bach runter, man weiß schon, was kommt. Die Falschen werden an die Macht kommen und das bisschen Freiheit, was wir haben, ist auch noch in Gefahr. Ich halte das für komplett übertrieben. Ja? Und das aufzuknacken, ist für mich das zentrale Problem. Vielleicht, eine Sache noch, das ist mir total wichtig. Ich lese im Moment ein Buch, was ich sehr aufregend finde, von einem italienischen Reiseschriftsteller. Ich komme im Moment nicht auf den Namen. Und der hat die Benediktinerklöster in Europa besucht. Und seine These ist, dass in dem, wann war das, 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert, ja genau, dass das im Grunde das Projekt Wiederaufbau von Europa nach der großen Krise war. Römisches Reich am Arsch, großer Zusammenbruch, die Barbaren kommen, ja, und alles liegt in Trümmern. Und dann gehen die Benediktiner hin und finden diesen Grundsatz Ora et Labora, ja, bete und arbeite. Das Beten, auch wenn wir jetzt hier in einem evangelischen Kontext sprechen, fühle ich mich nicht so fit, darüber Auskunft zu geben. Aber was ich so spannend finde, da wird gesagt, dass in dieser frühen Phase, damals hat man ja noch von Todsünden des Menschen gesprochen, dass es nicht 7 waren, sondern 8. Und wissen Sie, was die 8 war, die man heute nicht mehr kennt? Die Traurigkeit. Die also wussten, es gibt die Trägheit und die Trägheit, die hat Trägheit gehört zu den 7. Ne? Die Trägheit gehört zu den 7. Aber Traurigkeit zu verbieten, das klingt jetzt, dafür haben wir heute, wahrscheinlich müssten wir das ein bisschen übersetzen, was mit dieser Traurigkeit gemeint ist, weil eine gewisse Traurigkeit gehört zu uns. Ja? Und wir wissen damit auch anders umzugehen als Menschen im frühen Mittelalter. Aber jedenfalls, ich würde es mal so übersetzen. Da gibt es ein Bewusstsein dafür, dass Pessimismus eigentlich Todsünde ist. Weil man mit einer pessimistischen, mit einem verdüsterten Blick auf die Welt, Babylon-Berlin-mäßig, nichts verändert kriegt. Ja. Und für mich ist die Leitfrage, woher nehmen wir die Zuversicht, dass wir unsere Welt gestalten können? Da will ich gerne mal einhaken. Also in der Tat, Zukunft, nach meinem Dafürhalten, auch nach meinem subjektiven Erleben, ist das eine ganz wichtige Kategorie, die eigentümlicherweise eher verschwiegen wird. Also wenn von Zukunft die Rede ist, dann sind das meist die Prognosen aus der Gegenwart heraus. Also wie sich Börsenkurse entwickeln werden, auch wissenschaftliche Analysen, Modellbildungen über die Zukunft des Klimas, wichtig zu berücksichtigen, aber ganz sicherlich nicht die Quelle, aus der ein positives Zukunftsbild, wie wollen wir künftig leben, erwachsen kann. Und ja, ich glaube auch, dass dieses Format Berlin-Babylon auch genialisch verfilmt nach meinem Dafürhalten, jedenfalls in den ästhetischen Bedingungen, die ja eher eine Spannung, auch so eine sorgenvolle Spannung zum Ausdruck bringen, dass die ganz viel von dem abbilden, in dem wir leben. Also dass so eine etwas Unausgesprochenes da ist, nämlich dass wir nicht so ganz wissen, wo wir eigentlich hinwollen. Dass wir immer wieder uns bestätigen, dass wir gut aufgestellt sind, aber dass nicht klar ist, ja, aber wo soll es denn hingehen? Und eine Gesellschaft braucht wahrscheinlich auch so eine Zukunftsperspektive. Jetzt sagen Sie, der Pessimismus ist dasjenige, was uns eher erfasst als ein Optimismus. Wie kann man dem wehren? Also die Aussage, dass man jetzt durch die Corona-Krise ja nochmal neu sich selbst erfährt,
führt ja nicht dazu, dass ich jetzt optimistisch werde, sondern eher weitere Quellen von Gefahren sehe. Es gibt schon die Rede davon, ja, das ist jetzt eine Pandemie, wann kommt die nächste? Also ist sozusagen, was sind Quellen für positive Zukunftsbilder? Also die Zukunftsbilder selbst wollen wir mal außen vor lassen, aber zumindest die Quellen, für wo man schöpfen kann, um sie zu gewinnen. Also ein Zwischenschritt muss erlaubt sein, bevor wir zu diesen Quellen kommen. Ich möchte gern sagen, dass das historische Ausnahmesituationen sind, wenn Gesellschaften sozusagen sich für den Weg der Düsternis entscheiden und in so einen Kulturpessimismus abgleiten. Der Weg der Moderne ist eigentlich ein anderer. Wir haben mal angefangen mit dem Projekt Aufklärung. Und das war getragen von der Zuversicht, dass wir unsere Welt und auch unsere Zukunft gestalten können. Und dass die Welt morgen eine bessere sein wird als die heutige. Die ganz klassische Idee vom gesellschaftlichen Fortschritt. Das ist das Versprechen der Moderne. Das ist das Versprechen der Moderne und damit dürfen wir nicht brechen. Das müssen wir erneuern. Ich will nur darauf aufmerksam machen, das ist keine Kleinigkeit, wenn man nach 4 Wochen Gesprächen keinen Menschen getroffen hat, der so denkt. Wenn das so erodiert ist, dann ist das eine meiner Meinung nach noch nicht genügend beachtete Quelle von Demokratiekrise. Denn Demokratieidee ist darauf angewiesen, dass Menschen sich als Akteure sehen und nicht bloß als Opfer. Und als Akteure, die eingebunden sind in eine Entwicklung, die zum Besseren tendiert. Genau. So, wenn man das erstmal nüchtern zur Kenntnis nimmt. Mir geht es jetzt überhaupt nicht darum zu bewerten, ist Pessimismus angemessen oder ist er nicht angemessen, sondern ich versuche, das mal nüchtern zur Kenntnis zu nehmen, dass sich das reingefressen hat in unsere Gesellschaft. Dann erst kann man die Frage stellen, was resultiert denn daraus? Und da würde ich dann sagen, wir beide sollten uns trennen von unserer Wehmut. Wir sollten nicht irgendwie sagen, wir brauchen wieder die starken Utopien. Die 80er Jahre zurück. Genau, ja. Also unter Weltrevolution fangen wir gar nicht erst an. Sicherlich nicht. Sondern wir nehmen nüchtern zur Kenntnis, es ist ein bisschen wie bei der Apfelernte, dass es bestimmte historische Zyklen gibt. Es gibt Zeiten, die sind einfach mager, was Utopien und Visionen angeht. Und es gibt Zeiten, die sind üppig. Und wir beide können uns nicht aussuchen, in welche Zeit hinein wir geboren sind. Und welche Probleme uns beschert sind. Unsere Zeit ist visionsarm. Wenn man jetzt mal irgendwie von Silicon Valley absieht, so dass wir den Mars besiedeln, dass wir unsterblich werden und so ein Quatsch, den lassen wir mal beiseite. Ja, Transhumanismus als Idee, genau. Als technokratisch. Das braucht uns nicht zu beschäftigen. Uns interessiert unser Leben hier und heute. Und dann, wenn das so ist, wenn die Prämisse stimmt, dass wir sagen, das Grundgefühl ist nicht frohgestimmt und utopisch, dann brauchen wir kleine Anfänge. Genau. Dann brauchen wir kleine Anfänge. Und was ich in den letzten 20 Jahren im Grunde für mich als Leitmotiv meiner Arbeit gesehen habe, ich suche nach kleinen Anfängen. Ich will wissen, wo sind gute Orte, wo die Leute was machen, was andere inspirieren können. Also nicht gleich alles ganz groß denken, sondern schau nach gelingender Praxis und hoffe darauf, dass sie sich multipliziert. Ich glaube, da genau da so muss man an die Sache herangehen. Tatsächlich einen großen Entwurf, ein Mensch zieht sich zurück, schreibt 2 Jahre ein Buch, präsentiert es dann und dann haben alle wieder eine Utopie, wird man nicht erwarten können. Sondern es wird eher darum gehen, dass man, ich fragte nach Quellen, dass es Orte gibt, kulturelle Orte, die auch eine Dynamik entwickeln, die auch eine Kraft entwickeln, wo neue Bilder entstehen. Und zwar Bilder, die sich schon durchaus unterscheiden von Berlin-Babylon, die ja sehr stark mit diesem Ende 20er Jahre Vorkatastrophenempfinden agieren. Sondern dass man Bilder entwickelt, die dann sagen, ja, so kann ich mir vorstellen, dass die künftigen Generationen auch leben können. Dass es sozusagen ein Weitergehen
Weitergeben von Leben gibt und auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die zu mehr Gerechtigkeit führt, zu mehr Naturverbundenheit und dergleichen mehr. Da kann man ja sagen, hat Corona durchaus uns schon einen Schub gegeben. Also meine Vermutung ist, was auch immer wir in der Zukunft haben werden, es wird eine Welt sein, die auch stark durch digitale Medien geprägt ist. Also eine Welt, die davon absehen könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Sie wird nicht damit hineinzusetzen sein, das ist klar. Aber digitale Medien werden eine Rolle spielen und sie können, wenn sie geschickt verwendet werden, ja auch eine Menge Kohlenstoffproduktion, CO2-Produktion minimieren, verringern. Wie sehen Sie das? Wenn Ihnen das gelingt, dann machen Sie das. Ich finde alle guten Ideen toll. Die Orte, die ich kennengelernt habe, die funktionieren zum Teil digital, aber zuallererst analog. Sie beruhen nämlich auf menschlicher Begegnung. Sie beruhen darauf, dass Netzwerke entstehen, die lokal verankert sind. Sie beruhen darauf, dass man eine Idee davon entwickelt, was kann ich denn eigentlich in meinem Umfeld verbessern? Und natürlich kann man sich super digital organisieren, aber die Musik spielt dann, wenn Menschen Beziehungen eingehen, Netzwerke knüpfen, die gemeinsame Erfahrung von Gelingen machen. Und wenn sie den ersten Erfolg errungen haben, dann werden sie sich das nächste vornehmen. Da sind wir das ist auch deswegen so schrecklich gerade für mich. Ja. Also, dass das nicht möglich ist. Wir haben gerade so viel zu besprechen und wir klappen alle nur unseren Laptop auf. Und um es klar zu sagen, das, was wir da tun, ist für mich eine miese Ersatzdroge. Ja, da würde ich tatsächlich anderer Meinung sein. Ich glaube, dass das Digitale durchaus auch eine ganze Menge transportieren kann. Ich bin auch der Meinung, dass das Analoge nicht ersetzt werden kann. Dass es, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Original gibt und das Eigentliche und das Uneigentliche, sondern ich glaube, dass eine ganze Menge Zwischenmenschliches auch über digitale Medien möglich ist. Ja, also klar. Vernetzen, sagen Sie. Natürlich. Wie geschieht die Vernetzung heute? Ja. Ja, in der Nachbarschaft mit WhatsApp, in der Familie mit WhatsApp, über Facebook, Twitter. Also klar. Da geschieht, und es heißt nicht, dass man diese Menschen nicht kennenlernen muss. Aber es heißt, dass wenn ich mit Ihnen in einem ständigen Austausch sein will, ich auch die digitalen Medien nutze. Sie haben in den Regeln für Lebensretter sehr viel starke Betonung gelegt auf Regionen und kommunale Strukturen, das Dorf, die Stadt, der Stadtteil, um zu zeigen, dass dort auch soziales Geschehen sich festigen kann. Da bin ich sehr von überzeugt. Ich glaube, dass wenn die Politik wieder neu Fahrt aufnimmt, dann wahrscheinlich in kommunalen Strukturen, weil man da sich viel mehr zueinander kennt. Aber ich glaube, auch da werden digitale Formen der Kommunikation künftig noch eine größere Rolle spielen. Ja, da bin ich auch gar nicht bereit, mich in einen falschen Gegensatz bringen zu lassen. Nein, das ist ein geniales Medium, ja, wenn man sich vernetzen möchte. Aber dass wir das ausschließlich tun. Ja, ja. Ich kenne keine einzige erfolgreiche soziale Bewegung, die ein Projekt ausschließlich digital realisiert hätte. Oder kennen Sie eins? Nee, man kennt sogar das Gegenteil. Also für mich ganz augenfällig ist Fridays for Future. Genau. Fridays for Future machen eine Demonstration, da stehen 50.000 junge Menschen schwitzend und brüllend und auf der Straße. Und dann gibt es die Situation, dass man jetzt auf online gegangen ist, also auf digitale Medien umgeschwenkt hat. Und dann hat es irgendeine Seite mit 30.000 Likes gegeben oder was auch immer. Das ist völlig irrelevant. Ja. Also die Körperlichkeit spielt in manchen Ausdrucksformen eine elementare Bedeutung und die kann man nicht ersetzen. Aber genau das wollte ich sagen. Genau, aber die Fridays for Future-Leute treffen sich und wissen voneinander, weil sie auch digital vernetzt sind. Ja, sie müssen jetzt auch überwintern. In dieser schwierigen Zeit. Aber auch schon vorher. Aber die Lebendigkeit, die neue Lebendigkeit entsteht dann, wenn der Laptop zugeklappt wird und wenn man sich begegnet. Wie Sie es gesagt haben, wir brauchen Körperlichkeit. Ja. Alle sozialen Bewegungen, die in den vergangenen 200 oder wann Jahren erfolgreich waren, die haben das Dampfen und das Atmen gespürt, wenn sie gemeinsam ein Körper wurden. Das ist ja das Interessante, was mit uns passiert. Ja? Wir übersteigen unsere Grenze. Wir sind nicht mehr nur Einzelne unter Einzelnen, sondern wir sind gemeinsam unbesiegbar.
Ja, das ist eine Frage von, genau, eine Form von Verbundenheit oder von Erfahrung von Verbundenheit, die wir machen können, die sehr elementar ist und ja, die in der Tat durch anderes nicht zu ersetzen ist. Das sehe ich ganz genauso. Einen Punkt will ich gerne nochmal ansprechen, das ist die Frage, welche Rolle spielt da Gesellschaft? Also ich bin da sehr auch bei Ihnen in der Erwartung, Vermutung, dass es Regionen sind, dass es Kommunen sind, in denen neue Ausdrucksformen entstehen können, auch neue Lebensformen, dass man neue Symbole findet, Umgangsformen, wie auch immer. Aber gleichzeitig haben wir so etwas wie die offene Gesellschaft. Und da spüre ich eine immer größere Krisenzeichen. Zum einen gibt es die von der Rechten, populistischen Bewegungen, die sich gegen die offene Gesellschaft wenden. Zum anderen aber komischerweise auch von den Protagonisten, die jetzt sehr stark auf Identitätspolitik abzielen, also sozusagen immer wieder neue Identitäten definieren und eigentlich das Offene, das Undefinierte, das, was sich nicht fügt, was sich nicht einfach labeln lässt, geringer achten. Wie würden Sie das beschreiben? Also meine erste Regel für die Demokratie lautet ja, liebe deine Stadt. Und mit diesem einfachen Satz versuche ich, eine Alternative anzubieten zu dem, was im Moment so dominant ist. Die krampfhafte Suche, sozusagen den einen archimedischen Punkt zu definieren, von dem aus ich mein Leben beschreibe. Mhm. Das ist ja das, was im Moment passiert. Ja? Mhm. Wir reden über Religion, wir reden über sexuelle Identität und wir reden über Geschlecht. Kulturelle Identität. Kulturelle Identität. Und immer steht dahinter die Hoffnung oder Erwartung, dass es den einen Punkt gibt, von dem aus ich mich als Individuum beschreiben kann. Mhm. So. Mhm. Da würde ich sagen, du liebe Zeit, also gehört nicht zum Projekt Moderne dazu, dass ich 100 Identitäten haben kann, kann ich nicht schon am kommenden Montag eine neue Facette meiner Persönlichkeit entdecken? Kann ich nicht sogar einen Akt der Befreiung erleben, indem ich mich von einer Identität vom vergangenen Montag löse? Also ich verstehe nicht, warum, oder doch, ich verstehe es schon. Mhm. Identitätsfragen werden dann stark, wenn gesellschaftliche Komplexität zunimmt. Mhm. Wenn das Leben kompliziert ist, dann wollen wir vereinfachen und wollen uns gerne festlegen auf eine Identität. Und damit entstehen auch moralische Zuschreibungen und moralische Zumutungen, dass man sagt, also du darfst so und so handeln, du darfst aber nicht so und so handeln. Also dass man auch versucht zu vereindeutigen, eben nicht etwas undefiniert lässt oder unbestimmt, sondern dass man sagt, also warst du jetzt mehr für die Seite oder machst du mehr für jene Seite? Ja. Also ich kann nur sagen, wenn ich auf der Suche bin nach, wie ich das für mich nenne, guten Orten, ja, also da, wo es Netzwerke gibt, die was auf die Kette kriegen, da spielen Identitätsfragen keine Rolle. Mhm. Sondern das spielt, deswegen sage ich nochmal, liebe deine Stadt. Mhm. Da spielt die Identifikation mit einem konkreten Ort eine Rolle. Da spielt der Wille eine Rolle, wir zusammen, egal welche Identität wir haben, wir begegnen uns als Ungleiche. Mhm. Mich interessiert das ein Dreck, mit wem du ins Bett gehst. Hauptsache, wir machen was zusammen. Ja? Das ist der Spirit, der solche Orte trägt. Aber es braucht dann das Gemeinsame, nämlich den Bezug auf den Ort, um die Differenzen, die sonst ja jetzt heutzutage gerne betont werden, ein wenig abzudimmen, also in den Hintergrund treten zu lassen. So ist es. Man sagt, wir machen was gemeinsam. So ist es. Und was ich jetzt höre, Sie sagen, Stadt, es gibt ja so eine Bewegung gegen liberale Entwicklungen, so in den 90er Jahren, Kommunitarismus, dass man sich auf Kommunen, Kommunitäten zurückzieht. Das meinen Sie nicht. Sie meinen mit Stadt eben auch das Zusammensein sehr unterschiedlicher Menschen, also nicht homogener Gruppen. Für mich ist, wenn ich vom zweite Regel, mache dir die Welt zum Dorf. Hm. Damit meine ich Dorf als Metapher. Ich meine natürlich nicht, dass wir jetzt alle aufs Land ziehen und verbauern, böse gesagt, sondern das Dorf beschreibt eine Größe, die man gut bespielen kann. Mhm. Ja, empirisch ist es so,
dass Netzwerke gut tragen, auf der Basis von persönlichem Kontakt, wenn das Dorf eine Größe hat von 10.000 bis 15.000 Menschen. Über so eine Quantität kann man ein Netz legen mit Kümmererstrukturen. Da kann man gute Ideen realisieren. Aber dieses Dorf kann natürlich mitten in der Großstadt liegen. Und mein Lieblingsdorf liegt in der Großstadt. Und wenn man dann anschaut, wie kommt es eigentlich, dass an einem bestimmten Ort, egal ob er in der Pampa liegt oder in der Großstadt, 200 Menschen am Start sind und sich fürs Gemeinwesen interessieren. Und wieso gelingt das 5 Kilometer weiter nicht? Dann will ich wissen, was ist der Grund? Und Sie vermuten, der Grund ist, dass in dem einen Fall, wo es gelingt, eben so etwas wie eine Art dorfähnliche Struktur existiert, also eine Verbundenheit, eine Verpflichtung auch miteinander in Kontakt zu sein und darüber auch das, der Humusboden für die Entwicklung gemeinsamer politischer Ziele. Na, es gibt verschiedene Gründe, warum das gelingt. Und ich höre nicht auf, mich dafür zu interessieren. Ich finde immer neue Gründe, warum bestimmte Netzwerke funktionieren. Ein Punkt: Es geht immer um die Macht von Einzelnen. Meiner Meinung nach wird die chronisch unterschätzt. Wenn ich irgendwo bin und versuche zu ergründen, wieso habt ihr hier so viele Menschen am Start, die sich für was engagieren, dann vergessen selbst die Akteure das Allereinfachste, dass nämlich vor Jahren mal 2, 3 Leute zusammengesessen haben. Es braucht einzelne Personen, die eine Idee davon haben, was sie wollen und die einen Sinn entwickeln, wie man Talente an den Start bringt, wie man Menschen in Unterschiedlichkeit verbinden kann, sodass jeder unterschiedliche Begabungen mitbringen kann. Es gehört dazu wahrscheinlich bei denen, die etwas beginnen, ein gewisses Charisma, ja. Aber erstmal zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine Macht des Einzelnen gibt, dass wenige viel bewirken können. Ja, wenige bewirken viel. Das wird meiner Meinung nach nicht genügend gesehen in einer Gesellschaft, von der ich manchmal den Eindruck habe, sie besteht aus lauter Menschen, die sich aus ihrer Ohnmacht heraus beschreiben. Einzelne können unglaublich viel bewirken. Es ist ganz oft so, dass ich eine Diskussion habe, jetzt vor Corona, geht ja nicht mehr, dann sind da 200 Menschen im Saal. Und irgendwann steht einer auf und sagt, ja, Sie sagen ja immer, dass man als Einzelner so viel machen kann. Wir sind jetzt hier so wenige. Was ist denn mit den Leuten? Und dann kommen so Klischees, ja, die Bild-Zeitung lesen oder keine Ahnung was. Ja? Und dann sage ich immer, mein Gott, wir sind hier 200. Es waren am Anfang mal 2. Das heißt, es ist schon mal 100. Ja, ja. Das ist die Logik solcher Orte. Ja, ich versuche mal. Und ich will noch eins, ein zweiter Einwand gegenüber solchen Konzepten. Da muss ich nur noch mal wiederholen, das ist eine konkrete Antwort auf eine konkrete Situation von Visionsarmut. Und natürlich kann sowas nicht dabei stehen bleiben. Wir werden keine Gesellschaft haben, die ausschließlich aus Dörfern besteht. Was wir aber heute brauchen, sind einfach gesellschaftliche Agenturen, wo man sozialisiert wird, wo man politische Biografien entwickelt. Und Menschen, die aus solchen Netzwerken und Kontexten kommen, die werden dort Dinge lernen, die sie dann irgendwann woanders hintragen. Das ist meine Vision. Ja, Sie haben jetzt einige Punkte genannt, die man sozusagen zusammenbinden kann. Ich frage hier eigentlich oder nach Quellen möglicher Zukunftsentwürfe. Sie haben jetzt einige Punkte genannt, die zumindest so eine Art Handbuch bieten könnten oder in einem Handbuch stehen müssten, wenn man denn ein solches entwickeln wollte, um Zukunftsentwürfe zu beschreiben. Dazu gehört, dass man sich vor allem auch zunächst einmal kommunal orientiert auf eine Situation, auf einen bestimmten Ort hin. Dass man Menschen identifiziert, die sozusagen ein bisschen eine Kernarbeit leisten können, die auch in denen entwickeln und auch ziehen an dem Karren, sodass er in Bewegung gerät, also die Macht des Einzelnen. Und dass man dann auf Netzwerke zurückgreifen kann, die auch solche Dinge tragen, wo sozusagen eine gewisse Resonanz entsteht, die das weiterentwickeln können. Also das alles ist mir außerordentlich nah. Ich sag mal, wenn ich mal schaue, wie zum Beispiel die Christentumsgeschichte sich entwickelt hat,
so war das eigentlich ganz ähnlich. Es waren Einzelne, die sozusagen so eine missionarische Tätigkeit begonnen haben und die dann sozusagen andere Menschen mit einbezogen haben. Und es waren meist kommunale Strukturen, bestimmte Gemeinden, die sich gebildet haben, wo man sagt, wir sind jetzt die Christenheit oder die katholische Kirche oder so etwas. Sondern es waren kommunale Strukturen, die dann aber, und das ist auch wichtig, das haben Sie zum Schluss gesagt, sich darüber hinaus verbünden, die darüber hinaus auch eine gemeinsame Struktur entwickeln. Also insofern hätte man schon so einige Aspekte zusammen, um unsere Ausgangsfrage, wie können Zukünfte entdeckt werden, wie man sich dem nähern kann. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den haben wir noch nicht erwähnt. Mhm. Bei der Beobachtung, was sorgt eigentlich dafür, dass Netzwerke stabil bleiben? Mhm. Oft sind sie ja labil. Mhm. Menschen kommen zusammen, weil sie sich empören über etwas. Ja? Mhm. Sie wollen was vor der eigenen Haustür verhindern. Mhm. Das Windrad, die Mülldeponie, das Flüchtlingsheim, die Forensik oder was auch immer da sein mag, was Menschen motiviert, die Couch zu verlassen. Das kann ein gutes Ziel oder ein schlechtes Ziel sein, etwas verhindern zu wollen. Meine Beobachtung ist, dass Netzwerke dann gut tragen, wenn sie nicht aus einem Dagegen entstanden sind, sondern aus einem Dafür. Das positive Ziel. Ganz genau. Also am Anfang ist das Netzwerk. Am Anfang ist die Beziehung. Am Anfang schließen sich Menschen zusammen. Und erst dann, wenn das Netz geknüpft ist, wenn Vertrauen da ist, gerade in Verschiedenheit, weil es nicht die eine Identität ist, die uns zusammenbringt, sondern der gemeinsame Wille aus einem halbwegs ordentlichen, einen guten Ort zu machen. Mhm. Dann kann man sich das Ziel vornehmen. Und danach nimmt man sich das nächste Ziel vor. Und so geht es weiter. Das ist inspirierend. Ja, das heißt also, wir sollten Agenturen entwickeln, die solche Orte identifizieren und möglicherweise auch so ein Handwerkzeug zur Verfügung stellen, dass Menschen sich ihrer selbst bewusst werden als Akteure in einem solchen Prozess und sich auf den Weg machen. Also es gibt ja Erfahrungen, zum Beispiel auch in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, dass tatsächlich so etwas in vielen Orten gelungen ist. Da haben sich dann Einzelne auf den Weg gemacht, haben sich angesprochen gefühlt und daraus sind Strukturen entstanden, die durchaus auch weitertragen. Die Frage ist nur, wie das langfristig möglich ist, dass so etwas nicht zu einer, sag ich mal, mehrjährigem Engagement wird, sondern zu etwas, was ein Humusboden für die ganze Gesellschaft sein kann. Braucht man da nicht auch die Parteien? Also große Organisationen, die schon auch noch ein bisschen eine Verpflichtung kennen, eine Historie, von wo sie kommen, wo sie hinwollen. Also sozusagen größere Organisationen, die über das Lokale hinausgehen. Ich würde gern was zu Parteien sagen, aber mir fällt noch ein anderer wichtiger Punkt ein, bevor wir diesen Schritt gehen. Gerne. Weil es auch wichtig ist für die Frage der Stabilität. Wir müssen Geschichten erzählen, die davon handeln, wie soll ich das ausdrücken, dass wir uns selber genießen können, indem wir in einer solchen Rolle unterwegs sind. Mhm. Menschen, die in Netzwerken verankert sind, Menschen, die mitwirken an einem gelingenden Gemeinwesen, tun auch was für sich selbst. Mhm. Sie sind besser drauf. Sie lernen die interessanteren Menschen kennen. Sie machen die unschätzbare Erfahrung, dass sie ihre Welt mitgestalten. Das ist ein sehr unterschätztes Moment in sozialen Bewegungen, dass wir gleichzeitig immer auch uns selber retten, indem wir solche Erfahrungen machen. Wenn ich Aktivbürger bin, habe ich die Chance, auch das ist übrigens eine Antwort auf die Identitätsfrage, wenn ich Aktivbürger bin, habe ich die Chance, mich in einer ganz anderen Rolle zu erleben, als derjenige, der zur Arbeit geht. Mhm. Oder als derjenige, der zu Hause den Abendbrottisch deckt. Ja? Eine ganz andere Facette der Persönlichkeit kommt zum Tragen, indem wir aktiv an unserem Gemeinwesen mitgestalten. Das ist keine Kleinigkeit. Denn ich glaube, das gehört mit zu dieser Orientierungskrise, die wir derzeit erleben. Was haben wir eigentlich für ein Bild vom Menschen? Und wir kommen aus einer Zeit, wo man irgendwie den Nutzenoptimierer als Ideologie gepflegt hat. Ich glaube, dass das uns überhaupt nicht gerecht wird. Und
Gerecht wird uns aber auch nicht, dass wir so wie jetzt erzwungenermaßen nur Spaziergänger in der Natur sind, die maximal einen weiteren Menschen als Kontakt haben. Sondern wir haben die Chance, wenn wir das Gemeinwesen mitgestalten, immer auch uns selber zu retten. Einsamkeit ist ein Riesenproblem in dieser Gesellschaft. Und was kann man gegen Einsamkeit tun? Ja, Talente schürfen. Menschen aktivieren. Sie werden merken, sie sind auf einmal ganz andere. Der Punkt ist, nach dem, was Sie ausgeführt haben oder was wir auch gerade diskutiert haben, ist die Einsamkeit dann überwindbar, wenn man ein gemeinsames Projekt hat. Also wenn man auch von sich absieht ein Stück weit. Also wenn man die Einsamkeit als das je eigene Problem beschreibt und sagt, ich muss jetzt meine Einsamkeit überwinden, wird man meist in ihr bleiben. Aber dann, wenn man darüber nicht mehr nachdenkt, ob man einsam ist, sondern ein Projekt identifiziert, an dem man teilhaben kann, mit anderen, erstmal unabhängig davon, was die eigene Rolle ist, dann kann man eben bereichert werden, was Sie zu Recht sagen, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, solche Bewegungen bereichern einen auch. Ja, und ganz banal. Also ich meine, wenn ich mich mit anderen verbinde, dann kann ich mich mit denen ja nicht nur um ein Projekt kümmern, sondern ich kann auch einen Menschen hinterher küssen. Also, okay. Wir brauchen doch Kontakte, Kontaktpunkte. Ja, klar. Was wiederum uns zur Corona-Krise führt und zu all den Restriktionen, denen wir jetzt ausgesetzt sind, aber eben hoffentlich nur für eine kurze und begrenzte Zeit. Nicht, dass ich in den Verdacht gerate, hier so Plattitüden aufzutischen. Das ist total unterschätzt. Das ist total unterschätzt. Die Frage, wie es mir selber geht, wenn ich mit anderen was zusammen mache. Ja? Das fand ich das Faszinierende eigentlich. Sie haben von den Flüchtlingsinitiativen gesprochen. Das Faszinierende war für mich, dass man irgendwann gemerkt hat, das Flüchtlingsthema ist eigentlich nur das verbindende Dritte. In Wahrheit geht es darum, dass Menschen ihren eigenen Stadtteil auf eine ganz andere Art wahrnehmen. Und dann auf einmal im Supermarkt jemanden treffen, den sie vorher zwar tausendmal gesehen haben, weil er irgendwo in der gleichen Straße wohnt, aber was hat verbunden? Das gemeinsame Tun. Und dann spricht man sich vor der Kühltheke an. Ich glaube in der Tat, darin wird eine Zukunft liegen. Das heißt, dass man neue Netzwerke identifiziert, vielleicht auch neue Netzwerke schafft. Es mögen aktive Einzelne sein, es mag ein gemeinsames Problem sein, eine gemeinsame Situation, auf die man reagiert. Und so, dass man so etwas Neues aufbaut, soziale Strukturen aufbaut, die nicht nur etwas da drüben in der Welt verändern, sondern die auch einen selbst verändern, wo man mit hineingenommen ist und sozusagen auch zu einem kollektiven Geschehen übergehen kann. Aber es reicht nicht, die Parteien. Das war jetzt meine Frage, genau. Ja. Also gibt es jetzt noch eine Existenzberechtigung für die Parteien oder sollte man sagen, ja, mach doch diese Gremien oder nein, diese eher basisorientierte Arbeit in den Netzwerken und die Parteien, na gut, irgendwer muss vielleicht noch mal Gesetze entscheiden, aber eigentlich ist das nicht so entscheidend für die Zukunft. Also ich habe ja gesagt, wenn ich von diesen guten Orten spreche, dann ist das für mich ein Angebot in einer visionsarmen Zeit. Und es ist für mich, wenn es ideal läuft, eine Sozialisationsagentur, wo Menschen primäre Erfahrungen von politischem Handeln machen. Ich sage aber und mache mich damit an vielen Abenden unbeliebt, ich sage immer auch, wir brauchen Parteien. Es gibt keine einzige Demokratie auf der Welt, die funktioniert ohne Parteien. Die meisten Menschen verstehen das nicht mehr. Wir haben das so runtergewirtschaftet im öffentlichen Bewusstsein. Ja. Wir reden so schlecht von Parteien, als ob das automatisch Korruption bedeuten würde, dass man an diesem Punkt auch einen neuen Anfang machen muss. Warum brauchen wir Parteien? Ganz einfach, weil wir sonst 83 Millionen Parteien in Deutschland hätten, nämlich jeden Einzelnen. Irgendwer muss Debatten bündeln, Debatten organisieren, muss Verschiedenheit organisieren, muss Kompromisse organisieren. Und es gibt keine einzige
Alternatividee bislang in meinen Augen die Parteien ersetzen könnte. Nun sind die Parteien früher auch Akteure gewesen, die ihrerseits ein positives oder ein anderes oder wie auch gerade das Zukunftsbild eingetragen haben. Sei es nun die Entwicklung der Technologien, wie eher die konservativen Parteien, sei es die Verbesserung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft, wie vielleicht die linken sozialdemokratischen Parteien. Und gerade diese Parteien verlieren immer mehr die Fähigkeit, so etwas zu tun. Sie verwalten mehr oder minder das Bestehende. Und möglicherweise könnten auch diese Parteien wieder Kraft gewinnen, wenn sie genährt werden von diesen ja eher basisorientierten Netzwerken, die sich je und je auf den Weg machen, lernen, wie sie etwas verändern können und das eintragen in ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Ja klar, genauso meine ich das. Mhm. Das sind kommunizierende Röhren. Mhm. Aktive Zivilgesellschaft und Parteiendemokratie. Mhm. Und die müssen durchlässig sein. Ja. Wenn wir aber das trennen, wenn selbst die Aktivsten aus der Zivilgesellschaft mit Geringschätzung auf Parteien blicken, haben wir ein Problem. Mhm. Wir brauchen beides. Wenn Parteien sich so rekrutieren, dass dort nur Menschen sind, die Politik studiert haben, aber sonst noch nichts erlebt haben, dann fehlt die Erfahrung aus der Zivilgesellschaft. Also wie wir das wieder ins Lot bringen, diese beiden Säulen, beobachte ich die Situation so, dass wir gerade auch im Vergleich mit anderen Ländern eine sehr starke Zivilgesellschaft haben. Mhm. Wenige Länder haben so viele Leute, die irgendwo ehrenamtlich unterwegs sind, in Vereinen organisiert sind, die ihre Projekte machen. Und das kann sich echt sehen lassen. Aber dass es da eine Verbindung gibt zu Parteiendemokratie, die droht zu verkarsten. Und das liegt zuallererst an öffentlicher Geringschätzung. Wir müssen anders darüber sprechen und wir müssen Aktive aus der Zivilgesellschaft ermutigen, dass sie dieses Projekt auch sich zu eigen machen. Es ist aber schwierig. Jetzt haben wir eigentlich doch schon recht erstaunlichen Weg abgeschritten. Wir hatten zunächst begonnen bei einem Unbehagen. Berlin-Babylon ist so ein Signalwort, um zu zeigen, die Gesellschaft ist eher in einer Phase, in der Unsicherheit herrscht und keine Zukunftsbilder existieren. Wir haben dann gefragt, wo denn Zukunftsbilder entstehen können, wo Quellen für Zukunftsbilder sind und sind dann relativ schnell auf den Bereich gekommen, der sich kommunal entwickelt, der Netzwerke organisieren hilft, wo Menschen in der Zivilgesellschaft miteinander zu tun haben. Und haben dann den Schwenk gemacht und gesagt, diese zivilgesellschaftlichen Strukturen müssen dann aber auch wieder Parteien vitalisieren können. Umgekehrt, Parteien müssen auch den Anschluss suchen an diese zivilgesellschaftlichen Strukturen. Ich denke, das ist schon jetzt eine ganze Menge. Man sieht, die Philosophie hat immer eine Menge Möglichkeiten, auch Kreatives neu zu entwickeln. Herr Wiebeke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und die Zukunft liegt uns voraus. Wir werden sicherlich noch das ein oder andere Mal über Sie reden. Gerne ein weiteres Mal. Herzlichen Dank. Sehr gerne.